Herzlich willkommen wieder zurück bei Trackmania auf der PlayStation 5, das kostenlose Spiel ab dem 15. Mai. Ja, oder? Mai? Ja, Mai, genau. Und ja, herzlich willkommen bei Christian Edge 3000 hier bei einem kurzen Einblick, was wird dann später wahrscheinlich auf YouTube viral gehen, was ich schon bei dem Vorgänger schon gesehen habe, was für extreme Stunts hier existieren. Aber so weit sind wir noch lange nicht, denn ich bin nicht so einer, der wirklich hier so extrem reinschnuppert und so richtig abrockt das ganze Ding hier. Aber wir werden unser Bestes versuchen, denn unser Weg ist immer noch des Goldes. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Training ein bisschen gemacht. 10 Runden oder 10 Strecken und jeweils Gold und einmal sogar den Weltrekord. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Weltrekord ist, aber ich glaube einfach mal daran. Ja, glauben darf man immer gerne, ne? So, ja. In der letzten Folge habe ich auch angesprochen, dass wir heute mal den Kampagnenmodus mal angehen. Und mal gucken, was uns da erwartet, wie wir das abschneiden. Und Frühling 2023, Rennen Nummer 1, Medaillen, let's go. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wenn euch das Format dafür natürlich gefällt, dann liken, kommentieren, abonnieren. Ah ja, Feedback ist wichtig. Und Support ist kein Mord, ihr kennt's. Und ich tue nicht viel drum schnacken, sondern ab ins Rennen. Und mal gucken. Persönliche Gäste, was machen wir denn? Alleine fahren? Weitere Gegner? Nee, wir versuchen es immer noch auf Gold. Ich kenne die Strecke noch gar nicht. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Let's go. Mal gucken, was uns hier erwartet überhaupt. Bei der ersten Strecke. Wohin? Geradeaus? Oh. Ja, das war klar. Kurz vorm Ziel, das ist klar. Am Arsch. Am Arsch, sag ich euch. Ja, der Run war so gut. Der ist schlecht, der Sprung ist schlecht. Nein! Ah, der erste war toll, aber der, ja. Jetzt verkacke ich nur noch, Leute. Ich hoffe es mal nicht, ich gebe mein Bestes. Auf der PlayStation 5 ist es nicht so einfach. Ja, das ist... Wie kommst du aber ins Ziel? Trotzdem Gold und eine Trophäe. Pedal auf die Goldmedaille. Nice. Neuer Skin freigeschaltet. Okay. Naja, verbessern müssen wir es eigentlich nicht, ne? Also, wir können gleich ins nächste Rennen gehen. Ich glaube, wir können das nur wirklich perfektionieren, wenn man richtig abspringt. Keine Frage. Aber Gold sollte erstmal ausreichen. Wir wollen es nicht gleich übertreiben hier, ne? So. Nächste Runde für Gold. Mal gucken, was hat es jetzt hier erwartet. Noch eine dünne Strecke. Okay, alles klar. Am Anfang erstmal ein paar Schikanen. Verdammt. Okay. Ah, Mann. Bleiben Sie ruhig, meine Freunde. Bleiben Sie ruhig. Okay, auf Wasser darf ich nicht fahren. Das habe ich jetzt gemerkt. Gut.
ich bin zu langsam. Ich darf nicht auf Gras. Frühzeitig einlenken. Nein, da ist ja noch mal Wasser. Okay, Gold wird's nicht. Das habe ich gemerkt. Weiter geht's. Nee, 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 nee. Das geht besser. Auf jeden Fall. Was? Okay. Alles klar. Konzentration. Ah! Checkpoint verpasst wahrscheinlich. Ich probiere jetzt einfach weiter. Yay! Wo fahren wir denn jetzt hin? Okay, das Automap. Wir haben einen Checkpoint verpasst. Ah, wieder zu langsam. Kurz Gras. Uncool. Alles klar. Auf jeden Fall nach den Schikanen müssen wir ganz weit außen fahren, dass wir da keinen Verlust haben durch den Sprung. Oder so wenig wie möglich. Gras darf nicht sein. Nicht in diesem Spiel, also. Zu weit außen. Wir müssen die Linie richtig finden. Ah, wenn ich einmal kurz zu viel Gras auf der rechten Seite reinkomme, verliert man schon ein bisschen in der Geschwindigkeit. Das sieht gut aus. Und wieder runter. Und Gold. Hey. So wollen wir es haben. Das ist unser Weg. Oder wie nennt man das? Das ist der Weg. So, nächstes Rennen. Wüste. Oder irgendwie ein bisschen in der Nähe von der Wüste. Probieren wir mal.
Ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Okay. Okay. Wohin? Okay, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Okay. Müssen gerade bleiben, sonst funktioniert das nicht. Übers Wasser. Ja, das ist. Muss halt mehr rechts außen bleiben. In diesem Bereich. Früher eindenken wahrscheinlich. Ja, wäre vielleicht noch gar nicht so schlecht. Ach so. Au. Das war gemein. Das war's schon. Ah, okay. Gut. Wir haben eine neue Medaille bekommen. Noch ein Skin. Aber das probieren wir nochmal. Die Strecke ist eigentlich einfach. Eigentlich ist es nicht so komplex, eigentlich, wie ich gedacht habe. Nur das Problem ist, am Ende habe ich aus dem Wasser nicht gesehen, wo es lang geht. Deswegen war ich da ein bisschen anders eingestellt. Muss man ja erstmal wissen, wo es rausgeht. Bam. Sehr schön. So unter den zwei, fast unter den bei den 2000er. Ja, das ist dann wirklich dann nur noch ein Bruchteil Millisekunden, die dann wirklich auf einen neuen Top-Rang bringen. Das ist ja so eine Sache. Gold. Schnee. Ja. Oder Eis. Ah ne, wir müssen. Achso. Ich dachte, man muss da irgendwie rechts lang. So. Okay. Und unter welchem Top bin ich? 3000. Das geht. Probieren wir, lass uns das nochmal probieren. Das geht auf jeden Fall besser. Einmal zu viel gelenkt und schon ist es alles verkackt.
Ja. Scheiß drauf. Es gibt über Millionen Fahrer, die hier fahren und jedes Mal eine beste Zeit rausholen. Ist ja aber jetzt nicht so schlimm. So. Wieder Eis, oder? Ja. Ah. Einmal ein bisschen blöd angekommen. Wir müssen erstmal die Strecke kennenlernen. Mhm, alles klar. Achso, nach links oben, rechts oben, links oben. Was laber ich da eigentlich? Ah, ob man hier wirklich dann durchziehen könnte? Dann muss es wirklich Perfektion sein. Wahrscheinlich gibt es welche, die versuchen da durchzukommen. Im Mühbereich. Ah, die Laterne. Ah, einmal daneben. Einmal irgendwo kurz rangebumst und dann hat sich's ausgebumst. So. Das muss funktionieren, man muss mit Vollspeed durchkommen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt klappen könnte. Aber so nicht. Eiland sagt, kann doch nicht was. Geht das etwa so? Wohin? Ernsthaft, was ist das denn für ein Blödsinn? Wir fahren jetzt einfach mal durch, dass wir wenigstens die Zeit haben. Erste der Sammlung. Okay. Nein, ich will nicht. Gold, bitte. Ja. Aha, okay, jetzt muss ich das
raff ich, wie das Ding funktioniert. Aber kennt ihr das, wenn ihr eure eigene Westside, die ihr jetzt mal gerne schlagen wollt, und fragt euch, wie habe ich das denn geschafft? Ah, zu spät. Zu früh. Zu früh eingelenkt, also müssen wir mal gucken, ab wann wir einlenken. Jetzt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nice. Skin. Gut. Haben wir das erste durch. Merke ich. Wir haben Gold. So. Sehr schön. Die ersten 5 Rennen absolviert. Und ja, wir könnten jetzt im Endeffekt Frühling weitermachen, aber ich möchte euch gerne euch noch mal ein bisschen was dir zeigen, bevor wir natürlich weitergehen. Denn es gibt hier noch einiges zu sehen. Zum Beispiel gehen wir hier auf Erstellen. Garage. Haben wir noch nichts freigeschaltet. Meine Skins. Wow. Wir haben echt viele. Wo wir eigentlich was freigeschaltet haben, keine Ahnung. Kreationen von anderen Spielern gibt es hier auf jeden Fall noch, klar, keine Frage. Club, ja, das ist so ein Thema, da muss man halt ein bisschen was bezahlen. Also nicht jetzt sehen, also den Club erstellen, so in dem Sinne halt jetzt nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte, wo war denn das jetzt nochmal? Das war jetzt nicht hier, wo war denn das jetzt? Ach ja, stimmt ja, R2. Genau, willkommen im Club. Und da kann man ja auf jeden Fall Club-Aktivitäten machen, etc. Apropos Discord, das ist immer noch für eine PlayStation-App bloß verfügbar. Alles andere halt gar nicht. Wo war denn das andere? Genau. Das ist die, halt, die Roadmap im Endeffekt, glaube ich. Skin-Upload. Okay. Genau, wenn man hier drauf geht, müsste man halt die Sachen kaufen halt, ne, um updaten, aber das mache ich jetzt nicht für den extra Club-Zugang, den wir hier bekommen könnten, was das angeht, aber Strecke des Tages, da gucken wir mal kurz rein. Was ist denn heute so am Start? Ne, geht auch nicht. Ich kann nicht die Strecke des Tages machen. Oh, come on, Leute. Das ist ja traurig. Okay, dann gehen wir mal auf Erstellen. Gucken wir mal, was ist hier. Kann ich das auch nicht? Wenn ich jetzt auf den Streckeneditor drauf gehe und ich kann da auch nichts machen. Naja, okay, High Clip. Puh. Gut. Clubobjekte. Was gibt's denn da so Schönes? Aha. Ja, schon ein paar. Muss man aber wahrscheinlich erst halt freischalten. Ich finde es halt doof, dass man jetzt nicht auf andere Strecken probieren kann. Das finde ich jetzt ein bisschen doof halt, ne? Dass man hier extra das machen muss, im Endeffekt halt. Wenn ich jetzt auf... Upgrade gehe, ja, komme ich im PSN-Menü und dann muss ich das Ding kaufen. Pipapo. Fingerpunkt. So. Mir egal. So. So, Clubs. Erstellt einen eigenen Club, dann kann man hier alle Clubs beitreten, was das angeht. Naja, muss man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man nicht so oft das Spiel spielt, aber ja, checken wir einfach mal, was es noch für so schöne Sachen gibt. Ja, das Club-Kampagne, dass man das halt wirklich nicht selber machen kann oder selber spielen kann, das finde ich halt doof. Das ist halt echt ein bisschen blöd gemacht. Können noch live, wie gesagt, Royal, online halt, ne, Arcade-Online-Räume etc., Strecke des Tages, werden wir wahrscheinlich auch nicht drauf kommen, zugreifen dürfen. Wo ist mein Cursor? Da ist der Cursor.
Club des Tages, 19 Uhr, 3 Uhr, 11 Uhr. Komm, am Arsch. Ich finde es halt ein bisschen schade halt, Leute, dass man hier wieder gezwungen wird, im Endeffekt wieder Geld auszugeben, um irgendwie was mitzumachen. Aber okay. Ja, viel gibt's jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen, abgesehen davon, wir können ja mal kurz mal reinschnuppern, was wir überhaupt Möglichkeiten haben. Wir nehmen natürlich Experte und Tag, Nacht, Abend. Abend hört sich doch toll an. Mal gucken, wie das Ding funktioniert. Ob man dann auch auswählen kann, die Welt. Weil es gab ja verschiedene Welten. Es gab ja einmal hier, ne, das Stadion. Und im anderen Spiel gab es ja, in dem anderen, wo man kaufen konnte, gab es ja noch andere Möglichkeiten. Strecke berechnen, Strecke, Tutorial erneut anschauen. Ich habe noch nicht mal das Tutorial gesehen, aber gut. Testen, Schatten berechnen, nee. Dekoration, wiederholen, drehen, nein. Das ist Ranzoomen. Das sind Blocker, Werbeblocker. So, Luftmodus. Farbe grün. Dekoration. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass es nur die eine Map gibt hier irgendwie. Naja. Gerade Kurven, Checkpoint. Also wir müssen erstmal eins aktivieren. So. Jetzt haben wir dann die ganzen anderen Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr sehen könnt. Und ja, das sind Spezialblöcke, Übergang, Turbo, Checkpoint, Ziele, Geraden, Kurve, Neigung. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wieso gibt es hier kein Looping? Spezialblöcke? Nee. Okay. So, Strecke testen. So. Hey, das hat gar nicht so funktioniert. Gut, also hier können wir dann das dann so einstellen, aber das wollte ich jetzt nicht. Man muss erstmal ein bisschen klarkommen mit dem Ding. Wie tut man hier eigentlich löschen? Kopieren. Entfernt, okay. Gerade. Hier. Tastverfahren einfach mal probieren. Nein. Ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt passiert. Du da jetzt die ganze Umgebung jetzt hier einstellen für ein kurzes gerades Stück. Das wäre ja so lustig. Ja, jetzt hat er eine riesen Fläche halt. Ich bin mir sicher, dass es das ist, aber ich kann mich jetzt auch irren, alles im Willen, also ich will jetzt nichts dazu sagen oder so. Aber lass uns mal überraschen. Oder du deine eigene Strecke kreieren von dem, was ich jetzt erstellt habe. Wow. Weltrekord! Podium ansehen. So ein Schmarrn, ey. Schatten berechnen. Was ist Schatten berechnen? Hm, okay. Neue Strecke, ja. So, wie ist denn das? Ich möchte jetzt gerne nach oben, also dass es in der Luft ist. Ah, okay. Okay, es geht nur eine gewisse Höhe. Okay. Okay. Steigung. So, und wie drehe ich das jetzt? Nein.
das war jetzt gerade ein bisschen doof, ne? Kurve, Neigung, die hier. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, das ist der andere Blocker. Okay, die Steuerung ist hier mal ein bisschen tricky halt, ne? Also... Dekoration... Checkpoint... Neigung... Drehen mit Dreieck, okay. Okay, das ist ja nicht das, was ich eigentlich will. Gemütlich nach unten. Na, ja, das so sieht's aber auch scheiße aus. Okay, ich bin jetzt ein bisschen negativ, weil früher konnte man viel bessere Strecken bauen bis jetzt. Also wenn das jetzt alles war, dann ist es ein bisschen schwach. Meine Fresse. Ja, ich bin mir nicht unsicher, was da hier wirklich die Gestaltung, was das angeht. Geht nicht mal. Kann ich es nur auf geraden Strecken bauen dann? Und jetzt einfach mal just for fun. So. Die Frage ist, ist er wieder? Ja. Nee, da oben. Okay, man kann mehrere Strecken auf einer Strecke bauen. Das ist nicht schlecht. Okay. Ja, es ist einfach nur just for fun, jetzt einfach mal gucken. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit reinsetzen, weil, naja, in meinem vorigen Spiel hat man irgendwie mehr Möglichkeiten gehabt, was das angeht. Ich bin da ein bisschen, ja, Was die Welt angeht, gab es wenigstens verschiedene. Bearbeiten einer Strecke, Lokalspeicher. Es gibt halt nur eine Welt im Endeffekt, halt immer nur das Stadion. Und das finde ich halt ein bisschen doof. Man hätte ja ein bisschen mehr Variation reinbringen können. Erwägen Sie die Umgebung halt. Einmal gab es eine Wasserwelt, glaube ich, mit Inseln. Dann eine Canyonwelt und das Stadion. Da waren schon mal drei Variationen. Und da war halt schon ein bisschen mehr drin. Ne? Und wir hatten auch bis jetzt nur ein Fahrzeug. Vielleicht kommt ja noch was für die Zukunft. Ich weiß es nicht. Aber mal schauen, wie das Video überhaupt erstmal hier bei euch überhaupt ankommt. Und werden wir dann wahrscheinlich auch mal bald sehen, ja, ob es vielleicht noch mehr gibt, etc. Ob ich mal eine Strecke erstelle und dann einfach euch mal präsentiere. Oder einfach mal ein bisschen Spaß für Fun, was überhaupt zusammenbastel. Das ist aber ein anderes Thema. Denn ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr gerne mehr sehen wollt. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit mit einem wunderschönen kleinen Eindruck von Dragmania 2023. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, hat aber wenig zu bieten momentan. Und man muss halt echt Geld bezahlen, wenn man gerne mehr haben möchte. Also, ja. Pay do fun. Pay more fun. So, zahl für mehr Spaß oder so. Keine Ahnung, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer ChristianAsia3000. Bis zum anderen Video. Könnt ihr genug andere Contents anschauen, die auf meinem YouTube-Kanal rumkaschieren, wie heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen, sowie anderen schönen Content. Checkt einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Bis bald. Euer ChristianAsia3000. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.